oben, Rang 8. Beide Mannschaften, und deshalb kann man heute relativ viele Tore erwarten, sind in der Abwehr offen wie Scheunentore, haben die meisten Tore bisher kassiert in der Liga. Dazu hat auch noch Trainer Kurt Gager, der Admira-Trainer, zusätzliche Probleme. Man könnte sagen, er hat Kopfweh, denn er muss gleich 6 Spieler, die heute fehlen, vorgeben. Ja, ja, und er beruhigt seine Mannschaft, er braucht die Kopfweh-Tabletten nicht. Kurt Gager, der Trainer von Admira Wacker, vor 3500 Zuschauern sagt er seiner Mannschaft, ich vertraue euch, dem letzten Rest sozusagen, macht es gut. Und meine, die Bilanz spricht dafür, Admira Wacker. Sie haben in Ried noch nie verloren. Und die Rieder sagen wiederum, hier in den weißen Dressen spielen, wir wollen endlich den ersten Heimsieg gegen Admira Wacker landen. Und gehen es mächtig an, gleich mit Marcel Oerlemans. Der fußballspielende Holländer bei den Innviertlern ist wieder von Beginn an dabei. Und mit der Nummer 10 hat auch gleich die erste Chance, hat aber den Ball nicht richtig getroffen. Zum anderen steht Kreisel im Tor, der Niederösterreicher, sehr gut. Waldhör, er ist ein Flügelstürmer alter Prägung. Es ist ja kein Eishockey gespielt, denkt er sich, und das denkt sich wahrscheinlich auch Schiedsrichter Stuglik. Er beruhigt die Gemüter, es war ja auch nicht so schlimm, aber es war doch ein bisschen ein Foulvergehen von Eigen, aber vielleicht hat er Eishockey-Kenntnisse, wer weiß. Auf jeden Fall immer wieder Angriffe von den Innviertlern, wiederum Oerlemans und wiederum vorbereitet von Waldhör. Trainer Reutinger treibt seine Mannschaft an, hat die Einzelgespräche in dieser Woche mit den Spielern geführt und hat gesagt, wenn wir heute gewinnen, dann können wir uns ein bisschen vom Tabellenende absitzen. Und es ist zum Zerkauen, denkt sich wahrscheinlich Kurt Gager. Die erste Torchance für die Niederösterreicher und Vicci in der Pole von Ried ist schneller als der vorgestürmte Eigner. Ja, apropos fehlen, gesperrt sind bei den Niederösterreichern Nabeko Vaspanis und Wimmer, verletzt sind Backhaus, Ilarionov und auch Tormann Gruber und wiederum der SV Kelly Ried. Waldhör! Ah, es ist nichts. Walter Waldhör. Er erwischt den Ball nicht richtig. Ich würde sagen, es war gar nicht so ein arges Foul. Aber eines muss man dazu sagen, zur Ehrenrettung von Waldhör. Es bläst ein starker Gegenwind und daher ist der Ball auch schwer zu berechnen. Regen und immer wieder Windböen peitschen hier über das oder durch das Rieder Stadion. Aber die 3500 Zuschauer treiben immer wieder ihre Mannschaft an. Waldhör ist nicht zu halten und Jürgen Weber, der aufgrund der vielen fehlenden Spieler dabei ist, bekommt die gelbe Karte zu Recht hier präsentiert, auch wenn er sich wundert. Und es spielt nur eine Mannschaft, nämlich Ried, noch immer ohne Drechsel, den besten Torschützen mit 8 Treffern. Er war in dieser Woche krank und daher von Beginn an einmal auf der Bank. Hier Schütterle, der Kapitän, ein Libero moderner Prägung, der immer wieder vorgeht. Ich muss mir jetzt korrigieren, nicht Libero. Libero spielt der Kitka. Aber von hinten heraus wollte ich sagen, hier hat der Wind ein bisschen mitgeholfen. Kein Problem hier für Kreisel. Ganz interessant, Ried hat eine tolle Heimbilanz im Frühjahr. 3 Spiele, 7 Punkte, 6:0 Tore. Und Torhüter Unger, er will natürlich die Torsperre im Frühjahr daheim aufrechterhalten und im vierten Spiel ebenfalls keinen Treffer kassieren. Er hatte keine guten Erinnerungen an Admira Wacker. Zuletzt gab es eine 0:1 Heimniederlage. Noch immer 0:0. Und das ist auch der Pausenstand. Wiederum Angriff von Walter, wiederum Weber. Diese Duelle verliert der Weber immer wieder. Wieder am Leiberl gehalten. Was macht die Schiedsrichter Stuchlik? Gelb-Rot für Weber. Die Niederösterreicher ab der 52. Minute nur noch mit 9 Feldspielern. Aber die Entscheidung ist eindeutig. Wir wollten zwar einen Elfmeter gesehen haben, aber das war alles richtig entschieden. Von Schiedsrichter Stuchlik, wieder Waldhör. Man muss ein Waldhör-Syndrom kriegen, die Niederösterreicher hier
Eine große Chance von Schütterle. Aber sie treffen nicht. Dabei hat Ried immerhin die zweitmeisten Heimtore der Liga geschossen, nämlich 22. Und jetzt Doppeltausch. Glasner und hier Herwig Drechsel. Kommt ins Spiel. Er sollte es besser machen. Ja, kalt ist. Aber vielleicht wird ihnen wärmer. Wer weiß. Zuschauer hoffen auf das erste Tor. Und hier Stanislav Ljewicz und Kreisel, der einige Male großartig hält. Drechsel und der Torhüter der Niederösterreicher. Aber sie schießen keine Tore, die Innviertler, und da wird's Torhüter Unger zu bunt. Was macht er denn, der Gute? Eine Chance für die Niederösterreicher. Unger eilt ins Tor zurück. Jetzt müsste er lupfen, den Ball. Aber verzieht. Das war eine der wenigen Torchancen für Rosenecker. Für Admira Wacker in der zweiten Halbzeit. Wiederum Drechsel. Und Tor! 77. Spielminute. Ja, gibt's das. Trainer Reutinger, ja, freut sich. Hat richtig eingewechselt. Und Herwig Drechsel, der Jolly Joker auf Pass von Stanislav Ljewicz, schießt das 9. Saisontor. Wird jetzt gar der erste Heimsieg über Admira Wacker. Er hat den Zuckerpass hier gegeben auf Herwig Drechsel. Nochmals diese Situation. Drechsel und 1:0 für Admira Wacker ist es die 13. Saisonniederlage. Trainer Reutinger feiert mit Ried den 8. Sieg. Kili Ried gegen Admira Wacker 1. Spiel 5, richtiger Tipp 1. War ich noch mit Grippe im Bett, das stimmt. Aber der Trainer, ich habe mit dem Trainer gesprochen vor dem Spiel und er hat gesagt, er würde mich lieber etwas später einwechseln, da er nicht weiß, wie lange ich durchhalte. Und es ist gut gegangen, das Ganze. Schildern Sie kurz Ihren Torerfolg? Na, der Goran hat den Ball bekommen und ich habe gesehen, dass da ein Riesenloch war in der Abwehr von Admira und bin einfach hineingelaufen. Goran hat es gesehen, hat mich hineingespielt und dann habe ich nochmal drauf gehalten. Sie entwickeln sich zum Goalgetter der Rieder, schon Ihr 9. Saisontreffer. Ja, es war mein 9. Treffer und hoffentlich nicht der letzte. Ja, sind Sie jetzt ein Mittelfeldspieler oder ein Stürmer? Eigentlich Mittelfeldspieler. Der immer trifft? Der immer trifft. Ich kann aber vorne auch eingesetzt werden. Trainer Klaus Reutinger hat den SCNÖ Admira-Komplex abgelegt, endgültig. Ja, endgültig abgelegt. Wir wussten, es ist wieder ein sehr schwieriges Spiel und das war es auch. Wir waren nicht unbedingt zwingend heute, aber wir haben keine Tormöglichkeit für Admira zugelassen und Gott sei Dank haben wir einen Wickel Drechsel, der immer wieder für entscheidende Tore sorgt und hat uns alle erlöst. Und natürlich haben wir jetzt einen gewissen Polster gegenüber Admira und FC Linz und ich hoffe, der bleibt bestehen. Gratulation also den Riedern zu diesem Erfolg über Admira Wacker. Hoffentlich geht es den Südstädtern bald wieder ein bisschen besser. Wir kommen aber jetzt zu unserem Spiel der Runde.